Es war der 13. April, ein Sonnabend, kein Freitag, als im Merseburger Radisson Hotel das Brautpaar des Jahres 2012 gekürt wurde. 159 Brautpaare beteiligten sich an dieser Aktion des Supersonntags. 25.500 Leserinnen und Leser entschieden per Stimmzettel und Internetvoting über die Platzierungen. Die ersten 10 wurden ins Hotel eingeladen und von Stefanie Bielke und Roger Brahms, die ein berühmtes Merseburger Brautpaar aus dem Jahr 1013 verkörperten, empfangen. Es muss was Wunderbares sein ums Lieben zweier Seelen. Sie schließen ganz einander ein, sich nie ein Wort verhehlen. Und Freud und Leid und Glück und Not so miteinander tragen. Vom ersten Kuss bis in den Tod sich nur von Liebe sagen. Oskar von Redewitz. Liebe Brautpaare, sehr geehrte Sponsoren, liebe Gäste, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Radisson Hotel im wunderschönen Merseburg. Mein Name ist Susanne Kiegeland. Ich führe heute hier durch diese Veranstaltung, bin die Verlagsleiterin von Supersonntag und Wochenspiegel. Wir haben ja hier zur Aktion aufgerufen, Brautpaar des Jahres. Und liebe Brautpaare, Sie zehn Paare sind die Paare mit den meisten Stimmen von 159 Bewerberpaaren, die wirklich die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten und heute hier sind. Sie sind heute hier schon alle Gewinner und eins muss ich Ihnen sagen, ich habe Sie ja eben schon beim Frisieren gesehen, Sie sehen auch heute einfach traumhaft aus. Herzlich willkommen hier im Radisson. Liebe Brautpaare, alle 10 bekommen heute tolle Preise. Und ich muss sagen, wenn ich die Preise von den tollen Sponsoren mir anschaue, vom 1. bis zum 10. Platz, es hat jeder heute hier gewonnen. Es sind traumhafte Preise. Über jeden Einzelnen würde ich mich selber auch freuen. Frau Susanne Kiegeland prämierte danach die Brautpaare. Sandra und Marcel Hessler belegten den 10. Platz. Platz 9 erreichten Konstanze Nobis-Jung und Michael Nobis. Platz 8. Und das sind Janine und Stefan Fröb. Platz 7 hatten Sabine und Andreas Förtsch. Platz 6 Evelyn und Nico Herget. Auf Platz 5 waren Ramona und Lars Goitka. Und auf Platz 4 befanden sich Monique und Jörg Kunze. Auch von mir einen herzlichen Glückwunsch. Kommen wir nun zu den 3 Erstplatzierten. Platz 3. Meine Damen und Herren, es sind noch 3 Brautpaare übrig, 3 tolle Brautpaare. Und vorneweg, lassen Sie es mich gesagt sein, wir haben 3 gleichwertige Preise für die ersten 3 Plätze. Da wir so tolle Sponsoren haben, die alle so viel gegeben haben, sind eigentlich die letzten 3 alle 3 Gewinner. So, dass ich zu mir auf die Bühne bitte für den 3. Platz. Katharina und Sebastian Springer aus Landsberg, aus dem Ortsteil Braschwitz. Herzlichen Glückwunsch. Wann ist der erste Hochzeitstag? 16.06. Haben Sie schon was vor? Wir werden im Urlaub sein. Das ist super. Wo geht's hin? Vielleicht in Kaiserslautern. Also ins Warme. Bisschen Sonne. Wunderbar. Hat sich bei Ihnen was geändert, seitdem Sie Ja gesagt haben? Lieben Sie ihn noch genauso wie am ersten Tag? Die Liebe ist immer noch frisch, genau. Die Liebe ist noch frisch und beide sind furchtbar aufgeregt und wollen jetzt eigentlich erstmal wissen, was sie gewonnen haben, richtig? Das machen wir auch. Für Sie beide gibt es von meinem Lieblingsrestaurant Krug zum grünen Kranze, überreicht euch Thorsten Erlen, den Krugwirt, einen Gutschein für eine Familienfeier im Wert von 500 Euro. Meine Damen und Herren, willkommen zu Silber, meine Damen und Herren. Die Startnummer ist die 115. Das Paar kommt aus Halle. Und sie heißen Maria und Holger Schröder. Kommen Sie zu mir auf die Bühne. Ich gratuliere Ihnen recht, recht herzlich. Herzlich willkommen. Hallo. Wer bist du? Die Jasmin. Bist du die Tochter? Wie alt bist du? 7. Warst du das Brautmädchen? Ja. Die Blumen gestreut? Ja. Hat das Spaß gemacht?
Und wo haben die Eltern geheiratet? Das muss der Papa sagen, ja? Wollen wir den Papa mal fragen? Wo haben sie denn geheiratet? Halle auf dem Markt. In Halle auf dem Markt, ganz klassisch. Und war gut? Ja. Hat Spaß gemacht. Aber in Halle am Markt, das ist ja auch sehr schön. Und Sie haben ein traumhaftes Bild abgeschickt. Wo sind Sie da spazieren gegangen? Ganz romantisch. Und wann ist der erste Hochzeitstag? Diesmal frage ich die Frau. Am 8. Juni. Am 8. Juni. Gibt es da schon etwas Geplantes? Wissen wir noch nicht. Vielleicht umziehen. Vielleicht umziehen. Wir gucken mal, ob der Preis... Oh, ich glaube, der Preis könnte eventuell helfen. Soll ich es mal verraten? Ja. Die Saale-Sparkasse, vertreten durch Annette Huschka, bringt Ihnen einen Geschenk-Bausparvertrag mit einem Startguthaben von 500 Euro mit. Das könnte doch helfen, eventuell, oder? Wir kommen zum ersten Platz, meine Damen und Herren. Hier hat dabei Galeria Kaufhof in Halle am Markt der Wolfgang Schmidt einen Gutschein im Wert von 500 Euro zum Einkaufen. Auch hier gibt es wieder die tolle Leinwand vom Fotohaus Großwend. Und es gibt zusätzlich von Achillea, dein Blumenladen, einen Blumenstrauß im Wert von 50 Euro. Das heißt, ein Gutschein für einen Blumenstrauß, den man sich dann bei ihr abholen kann. Und dieses ganze Rundum-Sorglos-Paket erhält Nancy Engler und Olaf Martin Engler aus Halle. Herzlichen Glückwunsch. Traumhaft sehen Sie aus. Ich gratuliere Ihnen auch. Sie haben ein tolles Gewinnerfoto hier abgegeben. Mit Familie. Sind das Ihre Söhne auf dem Bild? Ja. Paul und Max. Und wie alt? 10 und 6. Und wo sind die heute? Die hatten was Besseres zu tun, als den Eltern hier zur Abschlussveranstaltung zu folgen. Aber das ist auch in Ordnung so. Wann ist der erste Hochzeitstag? 14.07. Und wo haben Sie geheiratet? In Schloss Schuller. War es schön? Super. Super, also auch das ist zu empfehlen. Traumhaftes Foto, traumhaftes Paar. Nach der Veranstaltung fuhren die Gewinner in der Kutsche? Und alle anderen gingen zu Fuß zum Schlossgartensalon zum obligatorischen Abschlussfoto. Statistik werden 50% aller Ehen wieder geschieden. Ich wünsche den Brautpaaren, dass sie zu den anderen 50% gehören, die miteinander glücklich sind. Bis ans Ende ihrer Tage. Musik.